Ja, servus Leute, heute wieder ein Video über Leben in Spanien vom Johannes. Und die Themen heute sind, warum man kostenlos arbeiten sollte oder auch nicht, Airbnb-Gäste, die nicht zahlen, spontane Partys und das bürokratische Chaos von Spanien. Ja, fangen wir mit dem Letzteren an. Und zwar habe ich ja vor, eine Firma hier zu gründen in Spanien, und zwar mit Rikscha-Fahrern. Und ja, das Ganze gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil hier in Spanien oder zumindest im Ort kennt man Rikschas nicht. Und das klingt so, wie wenn man das Auto neu erfunden hat und irgendwie keiner fühlt sich zuständig für das Ganze, und es regt mich voll auf. Und heute früh war ich dann bei dem Typen, der für die technische Abteilung zuständig ist. Er meinte so, ja, nee, ich bin auch nicht wirklich zuständig, ich bin ja nur für die Technik zuständig. Geh doch bitte mal zum Politiker. Ja, gut, dann muss ich jetzt morgen früh, sowas wie in 3, 4 Stunden, zum einem örtlichen Politiker gehen und den mal fragen, wie es denn aussieht, wenn ich hier mit einer Rikscha rumfahren will. Das Ganze hat aber dann immer noch kein Ende. Und zwar geht es dann zurück zum Techniker und dann weiter zur Polizei. Also ich glaube, bis ich hier endlich mal Rikscha fahren kann, liegt in Deutschland schon wieder Schnee. Also, das ist ja verrückt. Ja, das nächste war dann, war der Morgen vorbei. Ich habe erstmal Siesta gemacht und dann ging es zu meiner Airbnb-Wohnung, die ich verwalte. Und das Problem ist, ja, ich habe 2 neue Gäste aus der Ukraine oder Ungarn. Schlag mich tot, ist mir eigentlich egal, woher die sind. Das Problem ist nur, die ist ja ein bisschen komisch, weil sie können nicht zahlen. Und zwar, die erste Nacht hat ein Cousin von ihnen die Wohnung gebucht, der hier in Elche wohnt, und hat sie irgendwie hierher gebracht. Also es ist nur die Frau und ihr Mann, aber erst nur die Frau, die habe ich kennengelernt. Und dann hieß es, ja, er zahlt jetzt die erste Nacht und sie würden gerne noch eine Nacht bleiben, aber sie haben kein Bargeld, sie würden gerne Cash zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Sie holt kurz das Geld, hat sie gesagt. So, dann holt sie kurz das Geld, das kurz mal holen, dauert 30 Minuten. Und in den 30 Minuten habe ich natürlich extrem lange gewartet und habe dann in der Zwischenzeit schon andere Gäste empfangen, die ganz normal über die App gezahlt haben. Würde ich auch jedem empfehlen. Und ja, dann kamen die nicht und dann habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf, ich muss jetzt zur Arbeit. Gut, gehe ich los und habe zu ihnen eine Nachricht geschrieben, sie sollen doch einfach das Geld da lassen und ein Foto machen. Dann haben sie das Geld da gelassen und ein Foto davon gemacht, mir das auch zugeschickt, aber dann haben sie irgendwie 2 Stunden später gemeint so, ja, nee, ist okay, wenn wir das Geld nehmen und wir morgen zur Bank gehen, weil wir haben Hunger und wir müssen uns davon essen kommen. Ich denke mir so, was? Das geht doch nicht. Aber gut, nachdem ich ja nicht in der Wohnung war, konnte ich es nicht verhindern. Also haben sie einfach das Geld genommen und dann davon essen gegangen. Ja, das nächste war dann, heute komme ich in die Wohnung und frage, wie sieht's aus? Wie sieht's mit dem Geld aus? Kann ich jetzt das Geld für die, also es geht um 20 Euro. Ich meine, eigentlich ist es scheißegal, aber am Ende muss ich das halt zahlen, wenn sie es nicht zahlen, und darauf habe ich halt keine Lust. Ja, und dann hat's halt geheißen, ja, nee, ich wurde gerade beklaut, mein Handy und mein Geldbeutel sind weg und ich habe jetzt kein Geld mehr und mein Vater soll irgendwie via MoneyGram oder so mir Geld überweisen. Und ich denke mir so, interessant, gut, dann warum habt ihr dann das jetzt nicht gemacht? Warum habt ihr kein Geld geholt, wenn ihr sagt, ihr habt das schon vorgehabt? Ja, wir haben kein MoneyGram gefunden. Gut, dann habe ich gesagt, na gut, dann schauen wir einfach mal, wie es aussieht. In der Zwischenzeit sind schon wieder neue Gäste gekommen, die ich dann natürlich mal ganz schnell nebenbei eingecheckt habe. Und ja, das Problem ist, die haben jetzt vor, halt heute Nacht, also jetzt gerade eben, in der Wohnung zu schlafen, aber haben halt nicht das Geld dafür. Jetzt kann ich sagen, okay, ich komme morgen zu denen und hole mir das Geld, aber wenn sie gar keins haben, die Nacht ist ja schon vorbei. Also die Leistung ist schon erbracht, aber das Geld, wenn die nicht zahlen, sehe ich nie wieder. So, das ist das Problem, und
Da meinten sie, ja, du kannst ja ein Foto oder den Ausweis mitnehmen. Da habe ich mir auch gedacht, das ist ja total dumm, wenn du sagst, du würdest gerne das Geld abheben, dafür brauchst du einen Ausweis. Wie soll denn das funktionieren? Und ja, am Ende war es dann so, habe ich gesagt, okay, dann gehen wir halt zusammen kurz, helfe ich euch, ich rede Spanisch und helfe euch ein bisschen und wir gehen kurz zu MoneyGram, habe ich kurz gegoogelt in Google Maps hier für die Stadt. Ja, dann kommst du da hin und dann heißt es, ja, MoneyGram machen wir seit 2 Jahren nicht mehr. Dann denke ich mir, was? Seit 2 Jahren nicht mehr? Aber ihr habt immer noch die Werbung draußen und in Google Maps steht überall Werbung, ihr habt MoneyGram und so weiter. Ja, nee, wir machen jetzt nur noch Ria, die neue Sache und ja, MoneyGram machen wir nicht mehr. Gut, dann heißt das für uns, also für die Gäste eigentlich, sucht euch eine Alternative, weil was soll ich denn machen? Ist nicht mein Problem. Ich möchte einfach nur mein Geld haben. Aber die müssen sich darum kümmern, das Geld zu bekommen. Und ob sie jetzt bestohlen sind oder mir das nur vorlügen, ist mir am Ende eigentlich egal. Ich würde einfach nur gerne das Geld haben, damit ich nicht das zahlen muss. Alter, hier läuft die ganze Zeit so eine Amsel vor mir her. Und die hat halt gar keinen Schiss. Die läuft die ganze Zeit vor mir her. Genau jetzt fliegt sie weg. Naja. Auf jeden Fall ist das Ding halt so, dass mich das total ärgert. Das hat mich eine Stunde lang Zeit gekostet, nur mit denen jetzt durch die Straßen rumzulaufen und von Ria, zu MoneyGram, zu, ach, was weiß ich nicht was, wie die alle heißen, hinzugehen und zu fragen, ja, kann man bei euch Geld abheben? Und wie funktioniert das? Und am Ende hieß es dann, ja, nee, funktioniert nicht, musst du zum nächsten und so weiter. Ja. Also Leute, wenn ihr irgendjemanden von Airbnb habt, der bar bezahlen will, bevor ihr den Schlüssel gebt, immer sofort das Geld nehmen. Weil wenn ihr den Schlüssel abgebt, ja, was macht ihr denn? Sollen die dann nachts um 3 auschecken oder was? Das geht ja auch nicht. Also ich meine, klar würde das gehen, aber bist jetzt so ein Unmensch, dass du wegen 20 Euro jemanden auf die Straße setzt? Das geht ja auch nicht. Und ich bin jetzt in Anführungszeichen nur der Co-Host, also der zweite Airbnb-Verwalter und mir gehört die Wohnung nicht. Ja, aber trotzdem macht man sowas nicht nachts um 3 oder um 5 in der Früh jemanden auf die Straße setzen, nur weil er kein Geld hat. Sie haben gesagt, sie kümmern sich morgen drum. Ich bin jemand, der den Leuten immer mal einen Vorschussbonus an Vertrauen gibt. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich so ist oder nicht. Am Ende verarschen sie mich. Kann natürlich sein, weil ich so leichtgläubig bin. So wie, ich habe eine andere gehabt. Gerade einen Tag vorher. Ist echt Zufall. Aber vielleicht auch nicht. War ein Mädchen aus den USA da. Die war einen Monat im Einzelzimmer. Und hat die ersten 6 Tage gezahlt. Also sie hat 5 Tage via App gezahlt, 6 Tage bar gezahlt, 60 Euro und dann wäre sie noch 15 weitere Tage hier und es wären 150 Euro gewesen und am Ende hat sie mir einen vorgeheult, ja, es wäre irgendwie ganz schwierig mit der Bank auf, also mit einem Konto aufmachen, der Typ, der dafür zuständig ist, ist gerade im Urlaub und ich denke mir so, hä, ist mir doch egal, zahl einfach, zahl via PayPal, du bist aus Amerika, jeder hat PayPal in Amerika, keine Ahnung und kümmere dich um deinen Scheiß und lass mich in Ruhe. Ja, am Ende habe ich selber einen Fehler gemacht, weil ich gedacht habe, sie reist erst einen Tag später ab, aber sie ist am selben Tag abgereist, also sozusagen am nächsten Morgen abgereist und ich habe das nicht überrissen und ja, dann an dem Tag hatte auch meine Freundin Geburtstag, deswegen hatte ich eh keine Zeit, mich darum zu kümmern oder so. Aber es wäre halt einfach scheiße. Jetzt habe ich jemanden, der mir 150 Euro schuldet. Sie hat zwar freundlicherweise ihren Ausweis dagelassen, so wie als Beweis, ja, okay, ich zahle dir das Geld, keine Sorge. Und ich denke mir so, vielleicht zahlt sie es auch, aber weißt du, einfach so, erster Moment ist einfach scheiße. Ja, du hast jemanden, der ist einfach abgehauen, ohne großartig was zu sagen, reagiert nicht auf deine Nachrichten und deine Anrufe und schuldet dir 150 Euro. Wenn das jetzt nicht bezahlt wird, muss ich das bezahlen. Ist ein bisschen ärgerlich. Na gut,
Das ist Airbnb, ist eine andere Sache, es nervt ein bisschen und ich merke schon, das Video wird ganz schön lang. Ja, gut, das nächste Thema ist Arbeiten umsonst. Ich hatte heute Vormittag ein Vorstellungsgespräch und zwar bei einem anderen Restaurant. Ich arbeite ja eigentlich momentan in so einer Bar und ja, da hat mir die Dame gesagt, ich könnte 31 Euro pro Tag verdienen, also so 2,5 Tage wäre sozusagen ein Vertrag. Und 2 Verträge wären dann sozusagen 5 Tage ungefähr. Also 2,5 muss 2,5. Und pro Tag, pro Schicht, sage ich jetzt mal, könnte ich 31 Euro, also 62 Euro am Tag, macht 310 auf die Woche und 1200 knapp auf den Monat verdienen. So, momentan in meinem Job war es so, ich habe das erste Wochenende 20 Stunden gearbeitet und habe 180 gekriegt. Das nächste Wochenende habe ich 19 Stunden gearbeitet, aber nur noch 160 gekriegt. Also theoretisch einen Stundenlohn von 20 Euro. Nein, und zwar ist der Stundenlohn von 8,70 auf 8,40 oder so runtergegangen. Und dann die nächste Woche habe ich dann 34 Stunden gearbeitet, aber nur noch 210 Euro gekriegt und einen Stundenlohn von 6,40 Euro runtergesetzt. Ja, das Ding ist, bei uns im Ort sind jetzt ab dem 7. August eine Woche bis zum 15. Partys. Das heißt, da geht's richtig rund und da wird jeder gebraucht in der Bar. Und ja, wahrscheinlich arbeite ich da nicht nur 34 Stunden, sondern 60, keine Ahnung, bis zum Arsch abwinken einfach. Naja, auf jeden Fall ist es so, ich habe da jetzt halt dieses Jobangebot und für nächste Woche Mittwoch habe ich Probearbeiten und mal schauen, ob ich überhaupt Zeit habe für das Probearbeiten. Ja, und ich würde halt einfach dann so am Montag oder Dienstag mit meinem Chef reden und sagen, hier, hör mal zu, ich habe hier ein neues Angebot von jemandem, der zahlt mir 310 Euro im Monat, jetzt nächste Woche ist die heiße Phase, zahlst du mir mehr oder nicht, sonst gehe ich darüber. Ich meine, klingt jetzt ein bisschen böse, aber wir sind in Spanien, da zahlt man nur 5 Euro die Stunde und wenn ich was finde, was mir mehr zahlt, warum sollte ich das nicht annehmen? Ja gut, das schauen wir halt dann mal nächste Woche. Und das letzte Thema, spontan feiern gehen. Ja, ich habe heute gearbeitet bis, keine Ahnung, 2-3 Uhr mit meinen Arbeitskollegen und die meinten dann, ja, lass doch noch kurz mal feiern gehen, heute ist ja Donnerstag. Und habe ich gesagt, na gut, gehen wir halt feiern und jetzt sind wir in 2 Clubs gewesen. War ziemlich nett, weil ich meine, man muss sich auch ein bisschen mit den Arbeitskollegen verstehen, ein bisschen sich sozusagen kennenlernen, auch privat und ja, läuft ganz gut. Und ja, jetzt bin ich fertig und gehe schlafen, nachdem ich die 3 Videos gemacht habe und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Dankeschön für die ganzen vielen Abonnenten. Ja, 16 Stück sind es mittlerweile schon. Ich bin echt froh und wünsche euch allen einen schönen Tag. Ciao.